Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 100 Baby Challenge. Wir sind immer noch hochschwanger, wir arme Frau, aber im dritten Trimester mittlerweile, Gott sei Dank. Und das heißt, es ist bald soweit, bald schlüpft hier ein kleines Kalb, so wie das aussieht. Es ist nämlich sehr rund und dick. Was genau machst du jetzt gerade? Ey, die geht immer hier oben tanzen, ne? Und das ist auch oft so, dass es zum Anfang der Folge ist oder zum Ende der Folge. Zu Weihnachtsmusik. Merry Christmas, Merry Christmas, oha, oh yeah, Merry Christmas, time, yeah, So, ich habe mir was Tolles überlegt, denn ich habe mir gedacht, unser Horsti und unsere Linnea, die sind ja jetzt schon ein bisschen, älter, sind jetzt schon ein bisschen älter als die anderen. Ich weiß gar nicht mehr, wer hier als erstes kam. Auf jeden Fall, Linnea oder Horst sind auf jeden Fall älter als die beiden. Und ich glaube, Michelle kam als letztes. Erst kam, glaube ich, Horst. Dann kam, glaube ich, Linnea, dann Willi und dann Michelle. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Und das kann man, glaube ich, auch nicht mehr nachvollziehen. Ist eigentlich ein bisschen doof, ne? Oder doch, das kann man, glaube ich, wohl nachvollziehen. Guck mal, 36 Tage braucht die noch. Ja, die braucht noch 40. 42. Oh, Horst ist ja dann noch. Ach, dann ist Willi der Jüngste, dann ist Linnea als Erstes, dann kommt Michelle, dann Horst und dann Willi. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ja, auf jeden Fall irgendwie so in dieser Reihenfolge muss das gewesen sein. Und ich habe mir auf jeden Fall überlegt, ich lasse Linnea und unseren süßen Horst altern. Und dann schauen wir mal, wie die zwei schnuckelputzigen Häschen hier aussehen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt direkt einfach mal, oder? Komm, das machen wir mal. Wir lassen Linnea, Prinzessin Linnea und unseren süßen kleinen Streber Horst mal altern. Und als kleine Überraschung habe ich nämlich noch was für euch. Ich habe nämlich die anderen beiden, mit denen die zusammen waren, sowohl Linneas Max als auch Horstis, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Moment, wie hieß die noch? Da, Elsa. Ich habe die altern lassen. Die sind jetzt nämlich auch Teenager und das passt so wunderbar. Hier ist der Max. Ich habe die auch so ein bisschen gestylt, wie die früher mal aussahen. Also ich habe die auch umgestylt, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. So aus dem Ei gepellt kamen die leider nicht daraus. Die sahen nämlich wieder aus wie Scheiße nach dem Geburtstag. Aber das macht ja nichts. Ich habe die dann ein bisschen umgestylt. Deswegen habe ich ihr auch wieder diesen Zopf gegeben und so, damit man sie noch ein bisschen erkennt. Und bei dem Max, den habe ich natürlich so ein bisschen Gangster, Wangster, cool, Swag, so. Den habe ich natürlich so ein bisschen gestylt. So bin ich. So bin ich. So habe ich mir das überlegt. Ich finde das sehr cool. Und dann können die nämlich so super süß zusammenkommen und dann freue ich mich voll und das ist total puzzelig. Puzzelig vor allem. So, dann machen wir nämlich direkt mal noch ein. Und zwar eine weiße Torte. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt gemacht habe. Kann sein, dass es auch eine weiße Torte ist. Ja, es ist tatsächlich auch eine weiße Torte, aber es macht ja nichts. Dann gibt es halt zweimal Käsesahne und Käsesahne. Wer mag sie nicht? Sie ist einfach nur köstlich. So, ich stelle die mal irgendwo anders hin. Hier, hier ist gut. So, und dann machen wir mal ein bisschen auf schnell, weil beim Kochen müssen wir den hier nicht zugucken. Und dann gucken wir gleich mal, dass wir die dann schön altern lassen. Und ich freue mich schon so, dass unsere süße kleine Linnea jetzt endlich Teenie wird. Ich glaube, da wartet ihr auch schon sehr lange drauf. Ist ja jetzt auch schon echt lange, dass die Kind sind. Also schon wirklich ein paar Folgen jetzt. Und deswegen wird es langsamer Zeit. Joffrey, was kann ich für dich tun? In das bökelnde Lama. Nein, danke. Nein, danke, Joffrey. Ich habe gerade keine Lust, aber schön, dass du fragst und an mich gedacht hast. Aber ich habe nicht wirklich Lust. Ich fühle mich sehr unwohl, weil ich dringend pieseln muss, weil mir zwei Kinder oder ein Kind auf der Blase liegt. Ich weiß es ja immer noch nicht, aber ich wünsche mir ja, es werden Zwillinge, aber ich glaube es nicht. Wir werden es erleben, aber sie ist schon proper. Also, Freunde, das muss man schon sagen. Also, die hat sich gut ernährt, sagen wir mal so. Also, die ist nicht irgendwie am Hungertuch am Nagen. Es läuft bei ihr, kann man sagen. Also, essenstechnisch schlägt die ja auch immer voll zu. Und, na gut, sie ist jetzt auch schwanger. Da kann man natürlich jetzt auch nicht sagen, die ist dick, ne? Aber, sie hat auf jeden Fall schon zugenommen, das ist euch auch aufgefallen. Deswegen habt ihr auch gesagt, ja, mach mal Sport. Ja, und wir machen Sport, also keine Panik. Wir werden wieder Sport machen, sobald das Kind dann da ist. Da müssen wir auch wieder sexy aussehen für unseren, wie heißt er nochmal? Luke Sommer. Müssen wir natürlich wieder sexy aussehen. Deswegen müssen wir uns dann natürlich auch ein bisschen zusammenreißen und wieder ein bisschen mit der Penny Sport machen. Ansonsten gibt es ja immer noch den Cars. Da kann man ja auch immer noch ganz viel machen. So, ich würde sagen, den Horst lassen wir mal zuerst altern, oder? Machen wir mal, fangen wir mit dem Horst an.
So, wir machen erstmal Kerzen hinzufügen. Ich finde es immer noch so lustig, dass der Horst heißt. Horst und Willi. Hammer. Die nächsten heißen Harald und Detlef. So, nein! Du Arschloch! Ich wollte da gerade die Kerzen hinzufügen. Was soll der Scheiß? Oh, Junge, reiß dich doch mal zusammen. Musstest du jetzt unbedingt ein Stück davon nehmen? Musste das jetzt sein? Ja, so. Komm her, Horst. Alter, jetzt sofort. Tass jetzt davon. Jetzt wirst du Opa. Mach dich direkt zum Senior. Ich bin so gespannt, wie der jetzt aussieht, Alter. Ach nee, der ist so nerdig. Ich finde den süß. Hauptsache, jetzt sie feiert ein bisschen so. Sonst feiert keiner, aber sie feiert. Und? Der sieht aus wie Ken, Alter. Geil. Moment. Horst ist älter geworden. Was machen wir denn für den? Ich habe übrigens gesehen, und das ist so ein Zufall und das passt so super, die Elsa ist ein Genie. Oh, voll süß, die ist auch so ein kleiner Nerd. Passt irgendwie voll. Wir machen Bodybuilder, nein. Moment. Sollen wir Seelenverwandter machen? Das finde ich das irgendwie süß für Horst, oder? Wir machen Seelenverwandter. Er ist ein Vielfraß, ja toll. Läuft bei ihm. Dann wird er auf jeden Fall irgendwann mal dick werden. Und wir machen ihn natürlich zum Bücherwurm. Bücherwurm finde ich ganz cool. Oder Genie. Wir machen Bücherwurm, komm. Dann haben wir einen Genie und einen Bücherwurm. Wenn die zusammen. Alter, die Haare. Und der ist so dürr. Was ist denn mit dem? Der ist ja voll dünn. Der ist ja schon magersüchtig. Oh mein Gott. Outfit planen, bitte. Das geht so nicht, liebe Freunde. Oder warte mal, ich bin jetzt so gespannt. Ich will jetzt am liebsten direkt unsere süße Linnea auch altern lassen. Eigentlich wollte ich die ja zuerst altern lassen. Ach komm, wir machen jetzt noch einen Kuchen schnell. Wir machen für sie einen Schokokuchen. Weil sie mag Schoko. So. Ich bin auch so gespannt, wann endlich die Kinder kommen. Es dauert ja auch ewig, ne? Es dauert alles Ewigkeiten. Das ist echt furchtbar. Ja, übertreib mal. Mach jetzt einfach den scheiß Kuchen, ey. Was ist denn los? Ach nee. So stehe ich auch in meiner Küche so. Erstmal so tschak, tschak. Erstmal die ganzen Sachen so rumschmeißen, ey. Ich brauche immer 3 Stunden für so eine Backofenpizza, weil ich erstmal 20 Mal mit der rumwedel und was weiß ich nicht alles mache. So, ist es dann jetzt soweit? Kommt Horst dann jetzt wieder und frisst uns den Kuchen auf? Man weiß es nicht. So, ich tue mal das hier eben. Oh, ey, das hasse ich immer so, dass das Bild dann so dumm stehen bleibt. So, jetzt. Zack. Haben wir das mal eben entsorgt. Kann man den nicht normal verwenden? Ja, kann man tatsächlich. Cool. Machen wir doch direkt. Da müssen wir natürlich nichts verschwenden. Da sind wir natürlich nicht verschwenderisch. Wir machen das hier einfach mal locker easy mitten in der Nacht. So, und jetzt kommst du mal bitte runter. Und dann. Warum ist der Horst eigentlich so dünn? Das ist echt eine Frage, so, ne? Weil. Er ist ein Vielfraß. Mal davon ab, dass er ein Vielfraß ist, ist es ziemlich komisch. Das sieht ja so aus, wenn wir unsere Kinder nie ernährt hätten. So, komm, Linnea. Ich hoffe, sie ist hübsch, ja. Also sie sieht ja jetzt schon sehr süß aus, ne? Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was dabei rauskommt, ne? Die haben ja auch alle einen anderen Vater und die Väter waren nicht immer die hübschesten. Warte mal, bevor ich die jetzt altern lasse, muss ich mal eben gucken, wer von ihr der Vater ist. Ich hoffe jetzt nicht diese Hakennase. Erinnert ihr euch noch an den? Ich hoffe nicht. Linnea ist. Ach, der geht ja noch. Ah, ne, das ist ja ihr Bruder. Oh, hupsi. Ach, der. Ja, gut, der geht auch. Wir werden es erleben. Haarfarbe hat sie schon mal vom Vater. Ich hoffe, Aussehen von Mama. Das wäre sehr nice. Also sie da hinten. Und? Oh mein Gott, sie sieht aus wie Penny im Face. Alter, süß. Sie ist ja voll hübsch. Okay, was machen wir mit ihr? Ja, sie ist ja wirklich so Prinzessin-like, ne? Also muss ja auch was auf Prinzessin-mäßiges haben. Serienromantikerin. Nee, Moment. Was machen wir denn mit ihr? Was machen wir mit ihr? Großes Glück. Erfolgreiche Abstammung. Ja, das würde ja hier echt gut passen. Herrenhaus-Baroness. Sie könnte auch gut eine Freundin der Welt sein, ne? Aber sie ist nicht so eingebildet, oder? Wir machen Freundin der Welt, das passt, glaube ich, ganz gut. Und sie ist kreativ und kleptomanisch. Materialistisch. Materialistisch passt eigentlich, ne? Aber sie ist auch so ein bisschen so romantisch.
Sie ist eine Romantikerin. Ja, sie hat auf jeden Fall die Hüften vor Mama. So, jetzt können wir das mal eben machen, dass wir die mal eben hier umstylen. Ich gehe mal aber so an so einem normalen Schrank, weil in diesen großen Schränken ist das irgendwie immer so komisch. Dann kommt immer nur einer im Cast. So, Moment. Outfit planen. Go, go, Gadgetto. Boah, sie ist echt hübsch, ja. Guck mal ihr Gesicht, Alter. Die sieht aus wie Penny. Oh, wie süß. Wie süß. Ich muss mal eben hier so ein Schlückchen trinken. Moment. Way better. Ah, Leute, es ist so erfrischend. Es ist einfach nur erfrischend. Erfrischung pur, kann man sagen. So, gucken wir mal eben. Alter, ihr Gesicht ist echt, echt original. Ehrlich, Penny, ne? Guck mal, ihre Augen. Voll geil. So, aber sie braucht natürlich langes, wallendes, wunderschönes Haar. Sieht sie von der Seite aus. Boah, das Profil auch, ne? Übel, die ist echt hübsch. Sieht so ein bisschen was von der Katze. Sie ist voll hübsch, sie hat was von der Katze. So, machen wir denn? Also eine Prinzessin hat immer lange Haare, oder? Sollen wir ihr wieder ihr Krönchen aufsetzen? Müssten wir eigentlich echt bringen, oder? Sie läuft so den ganzen Tag so im Kleid rum und verstreut so Blumen und Glitzer und so. Kann ich mir echt gut vorstellen. Das ist süß. Das finde ich süß. Die nehmen wir, oder? Die finde ich schön. Sollen wir die blonden Haare machen, wie ihre Mama hat? Oder sollen wir ihr die braunen Haare lassen? Ich glaube, wir lassen ihr die braunen Haare, oder? Machen wir mal ein bisschen Make-up drauf, auf jeden Fall. Die sind ja jetzt schon ein bisschen älter. Da darf man auch ein bisschen Make-up tragen. So, Alter. Sie ist voll hot. Gut, sie hat ein bisschen dünne Lippen. Man kann nicht alles haben, liebe Freunde. Man kann nicht alles haben. So. Ich schmink die eigentlich immer alle gleich, weil mir das voll gut gefällt. So ein bisschen rote Wangen. Ach, sie ist süß. Oh mein Gott, ist sie süß. Ich weiß nicht, ob sie euch auch so gut gefällt. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich finde sie mega. Ich finde sie echt mega hübsch. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich finde sie mega hübsch. So, gucken wir mal, was ziehen wir ihr denn an? Warte mal, wir gucken mal hier so bei vorgefertigte Looks. Oh nein, jetzt ist die ganze Schminke wieder weg. Oh ja, sie hat auf jeden Fall Möpse. Fällt mir gerade mal so eben auf. Ja, sie ist ein Hippie, genau. Das ist ja auch süß, das passt ja auch voll zu ihr. Aber das ist jetzt so ein bisschen too much dann irgendwie doch. Das ist auch zu krass. Sowas finde ich ja süß, ne? Aber sie ist auch ein bisschen dicker, ne? Guck mal, sie ist nicht ganz dünn auf jeden Fall. Nein, ich will sofort meine Schminke wieder haben. Danke. So, jetzt gucken wir mal eben, was gibt's denn hier so an Kombis? Gehen wir nach ganz oben. Ja, was heißt, dick ist sie nicht. Aber sie hat ein bisschen mehr so. Also sie ist nicht so dünn wie Horst. Es muss irgendwas Süßes sein. Irgendwas, was zu ihr voll passt, weil sie halt so puddelig ist. Wie ist das? Nee, das ist zu Mädchen. Sie sind ja auch noch Teenies, ne? Den finde ich ja so schön. Ne? Den finde ich ja überall schön. Das muss ich ja wirklich mal sagen jetzt. Sollen wir den einfach nehmen? Oder ist der zu... Das ist blöd, ne? Weil Penny hat den schon an. Das ist natürlich doof. Das könnte man auch nehmen. So. Und dann vielleicht eine coole Hose dazu. Ich zoome mal raus. Jetzt bin ich wieder so voll im Cast. Jetzt bin ich wieder voll drin, so in der Materie hier. Und diese Hose dazu, es ist einfach ein fantastischer, eine fantastische Kombi. Nee, das geht irgendwie nicht. Gucken wir mal bei Kleidern. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Süßes. Das finde ich ja auch süß. Das habe ich aber Elsa schon angezogen. Weil Elsa ist auch so ein Mädchen, die ist so putzig, ja? Die, das finde ich ganz schön für sie. Aber das passt nicht so, oder? Oh Mann, es ist so schwer. Ich glaube, ich ziehe jetzt erstmal das an und schaue dann nochmal, eventuell, nochmal ein Ründchen im Cast. Das finde ich auch süß. Ich schaue dann nochmal im Cast, ob ich da vielleicht nicht noch irgendwas anderes finde.
Das finde ich schön. Das steht ja gut, diese Farbe. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch einen coolen Vorschlag oder so, was wir da machen könnten. Mir fällt jetzt nämlich gerade so spontan, bin ich jetzt irgendwie gerade nicht bereit, irgendjemanden umzuziehen. Beziehungsweise, was heißt nicht bereit, aber irgendwie kriege ich es gerade nicht gebacken. Könnt ihr mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr eine coole Idee. Als Kombination für Ausgeh gibt es natürlich nur dieses hier. Ich bin frei! Ich bin frei! Ne, 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 ne. Oh Gott, ich höre auf. Ist okay. Jetzt alle so Headset geplatzt, alle Ohren bluten, alle am Weinen. So, ach, das, dieses Hochzeitskleid ist ja auch so schön. Oh Mann, das ist so schwer. Das finde ich süß. Wie ist das? Das finde ich auch nicht schlecht. In so einem leichten Rosa, das mag ich. Ich nehme das. So, nehmen wir einfach mal die Schuhe dazu in Schwarz oder so. Obwohl Schwarz überhaupt nicht passt. Nehmen wir lieber Grau. Und dann machen wir nochmal eben Schminki, Schminki in Gesichti, Sichti. Momenti. Oh, kennt ihr das? Wenn ihr einmal in diesem Süßi, Süßi, Snappi, Snappi drin seid, dann müsst ihr immer alles so weiterreden. Das ist voll ätzend. So, und Roche. Ein bisschen Roche auf den Wangen, das dürfen wir nicht vergessen. So, sehr schön. Sehr nice. Ich finde die echt hübsch und süß und alles irgendwie. Das kann bleiben. Schlafklamotten, das ist jetzt nicht so nice. Moment. Keine Ahnung, ey. Was zieht man denn zum Schlafen an? Was ziehe ich denn zum Schlafen an? Also sowas auf jeden Fall nicht. Ach, der Rock ist ja süß, Alter. Was ist denn mit dem Rock los? Ach, der ist ja voll putzig. Oh ja, dann nehmen wir das. Das finde ich schön. Das hätten wir auch vorher schon nehmen können, ne? Das finde ich schön. Das lassen wir so. Und wie gesagt, ich gucke nochmal ein bisschen im Cast, ob ich vielleicht nochmal was anderes finde. Dafür brauche ich aber echt... Also ich kann das echt ganz schlecht aufnehmen, weil dafür muss ich irgendwie voll konzentriert sein. Das fällt mir immer voll schwer. So. Lassen wir es erstmal so, okay? Und jetzt würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen und wir sind endlich so weit, dass wir hier, ja... die beiden altern lassen haben und so. Das ist voll süß und ich freue mich mega darüber. Und ich hoffe, ihr freut euch auf. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche coolen Vorschläge habt. Und ich würde sagen, tschüss, ne? Das sagt man ja so am Ende eines Films, Videos. Ja, im Film so, weißt du? So erst so bei Titanic so, one more, ne, ne, ne. Die Titanic geht unter. Jack, Jack, bitte nicht sterben. So, tschüss, das war der Film, ne? Okay, ich laber schon wieder Scheiße, ich muss weg. Haut rein!